Hey Leute, ich will euch heute die erste TS von der zweiten SP zeigen. Beziehungsweise mir will ich sie gleichzeitig auch zeigen. Ich habe erstmal, jetzt gehe ich zurück zu dem Seelenstein, weil das ist ja die Quest hier, dass man mit dem blauen Seelenstein redet. Ist mir doch egal, was du da schwafelst. Also Timespace-Herausforderung. Es ist so, dass ich selber die TS heute auch zum ersten Mal mache. Das heißt, ich weiß auch nicht mehr als ihr eigentlich darüber, über diese TS. Also ich probiere es einfach mal. Ich hoffe, ich habe genug Pots. Besiege alle Feinde. Das ist jetzt. So, mit dem Skill Airchock. Erstmal die meisten Monster hier gekillt. Erstmal zwei, drei kleine Heiltränke und dann einen kleinen Erholungstrank, damit ich auch Mana wieder kriege. Und dann gehen wir rüber in den nächsten Raum. Man muss hier, soweit ich weiß, in alle Räume in dieser TS. So, hier. Besiege alle Feinde. Also hier wieder. Airchock ist noch nicht wieder nachgeladen, aber gleich. Naja, egal. Die kann ich jetzt, glaube ich, auch so noch ohne Airchock alle killen. Ja, sehr gut. Jetzt ist die Tür wieder offen. Jetzt hocke ich mich einmal hin. Das kann ich mal einsetzen. Erstmal die Pots hier runterziehen. Ich hab mir extra für diese TS 50 kleine, für 50 große Heiltränke gekauft. Oh, Energieerhöhungstrank einmal. Jo. Und dann benutze ich mal gerade so einen Heiltrank und einen großen Mana-Pot. Und dann geht's weiter in den nächsten Raum. Mal sehen, was mich hier erwartet. Zerstöre die Gargs. Ist doch nur ein Garg. Ich hau jetzt einfach mal. Oh. Ja, ich habe jetzt einfach mal alle Skills draufgehauen, die ich habe. So, nächster Raum. Erstmal hier rein. Wieder so ein Kill-All-Raum. Dann werde ich wohl diesmal mit meinem 20er-Skill arbeiten müssen. Der killt die dafür wenigstens fast alle. Oh, da ist noch ein Jelly. So. Den Raum hätte ich jetzt damit wohl auch erledigt. Nochmal ein Heiltrank. Und ein paar Erholungstränke, kleine. So. Ach, egal, ich brauche jetzt nicht volle Leben. Ich gehe immer am liebsten dann auf Teppich, weil dann geht's schneller in den nächsten Raum wieder. Hier drüben. Oh, ein Hebel. Ach, Drecksviecher. Hebel bedienen. Wieder auf Teppich. Und weiter geht's. So. Zerstöre. Das heißt Stonewalker, ey. Wer sagt denn bitte Steinwalker? Oh mein Gott. Hier Steinwalker. Wer will denn bitte Steinwalker heißen, ey? Ist ja schlimm. Egal. Nächster Raum. Hier ist noch nix. Hier gehe ich mal rein. Ah ja, lasse ich die Zeit erstmal runterlaufen und hoffe, dass da. Ah, jetzt kommen direkt erstmal Stonewalker. Oh, jetzt habe ich den gerade so getroffen. Das Gute ist, dass Stonewalker
minus 25% Widerstand auf Feuer haben. Das heißt, da habe ich mit Krieger einen großen Vorteil. Jetzt wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. Ah, jetzt kommen erstmal wieder Feinde. Tom, du killst den doch, oder? Wow, shit. Tom hat gegen den überhaupt keine Chance. So, wieder hinhocken. So. Ich will ja nicht, dass mein Buschi mitten in der TS verreckt und dann ins Miniland zurückgeht. Ich brauche das als Hilfe. Oh, jetzt kommt wieder so ein Stonewalker. Oh, dann laufe ich jetzt hier einfach einmal durch und mob die. Dann kill ich sie halt alle, ey. Wenn es sein muss. Die Stonewalker sind noch nicht alle tot? Ach du meine Güte, muss ich den wohl noch mal geben. Einmal großer Heiltrank, damit Tom wieder ein paar Leben bekommt. Jetzt den 20er Skill. Fliegender Drache heißt der übrigens. Und dann kann ich wohl gleich in den nächsten Raum, weil gleich ist die Zeit abgelaufen. Erstmal wieder ein bisschen potten. Einmal Mana-Trank. Dann noch meinen letzten kleinen Erholungstrank. So, und jetzt geht's in den nächsten Raum. Mal sehen, was uns da erwartet. Oh, wieder ein Hebel. Mal sehen, ob ich alle kille direkt. Nee, nicht ganz. Diese dunklen Jellies überleben das irgendwie meistens. Naja, egal. Einmal hier kurz ausruhen, einen Pott einsetzen, auf Teppich gehen. Dann kommen wir in den nächsten Raum. Wieder so ein Steinwalker. Schon tot. Wieder auf Teppich. Gucken, was hier kommt. Noch so ein Steinwalker. Muss ich jetzt hier? Ah, gut, ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt hier diese paar Minuten da hier drinnen bleiben und warten, egal. Mal gucken, was da drüben kommt. Noch so ein Steinwalker. Ist voll lustig, diesen Namen immer wieder zu wiederholen. Oh, Blackout, ey. Was will ich mit einem Blackout-Effekt? Ja, und dann ist halt Tom jetzt gestorben. Brauche ich sowieso nicht in diese TS. Würde ich mal sagen. Bis jetzt ist sie einfach genug, um sie ohne Tom zu machen. Großen Mana-Trank. Habe ich eigentlich noch andere Pots? Ich habe noch Xyloan-Quellwasser. Das könnte ich auch mal einsetzen, aber solange die Heiltränke reichen, werde ich nur die benutzen. So. Jetzt habe ich mich erstmal wieder vollgeheilt, mich und mein Buschi. Und jetzt geht's in den letzten Raum dieser TS. Mal sehen, was mich da erwartet. Noch so ein Steinwalker. Erstmal Dingens, wie heißt's? Haut wie Stahl. Und dann einmal töten. Die TS war ja jetzt nicht so schwer. Jetzt ist es vorbei. Ach, überspringen das Gespräch. Gespräch beenden. Beschütze Blade nach dem Betreten des TS durch den Seelenstein. Oh mein Gott. So. Ich würde sagen, das war's für dieses Video jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.